Hi. Im letzten Video hatte ich mal ein paar niedrige Preis-Texte gezeigt, unter anderem die von Helco, 700 Gramm. Oh. Der Schneidschutzlöten. Und heute wollte ich jemanden antreten lassen gegen meine Grandsource Brooks Forest Eyes. Muss gucken, welche besser ist und ob sie gleich sind, weil die hat auf dem Markt 10 Euro gekostet und die kurze Sagescheibe und was guckt vor 90. Wobei ich sagen muss, eigentlich ist das mein Favorit, weil die etwas kleiner ist. So, will ich mal ganz kurz antreten lassen. Und es wird kurzes Video. Ich mache gar keinen langen Schiss heute. Kommt übrigens sehr scharf am Berg. Eine sehr schöne Lederscheibe. Also beim Spalten tun die sich nicht wirklich viel. Wobei man sagen muss, hier muss man ein bisschen mehr Kraft aufbringen, weil man sehen kann, dass der Stiel um einiges kürzer ist. Ich habe nicht ausgemessen, ich schätze den auf 38 cm, der jetzt 50. Von daher ist die Hebelwirkung wesentlich größer. Aber für eine Axt, oder einen Ball für 10 Euro. Los. So, jetzt werde ich mal versuchen, mit beiden Feather-Sticks zu machen. Mal sehen, ob mir das gut gelingt. Naja. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Jetzt wird der, wie es vom Anschlag eher balliger als hier. Und wie man sehen kann, die tut ihren Job ganz genauso. Thank you.
Ja. Was ich hier bezeigen wollte, war, dass durch den flacheren Winkel von der Grand Force Brooks es wirklich ist, auch hier so ein relativ frisches Stück Holz noch der Länge nach zu spalten. Das ist also circa daumendick. Hat funktioniert und geht bei dem recht balligen und dicken Anschliff von der Helco nicht. Dennoch, für 10 Euro ist die Helco eine super Axt. So, das war es eigentlich schon von mir für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Wert und Kommentare. Alle Subscriber sind gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Das hatte ich ja ganz vergessen. Wen wundert's? Durch diese wirklich schöne Lederscheide, die bei der Grand Force Brooks dabei ist. Ich habe hier den Assault 2. Der hat hier diese Kompressionsbänder. Kann man den hier ganz prima durchschieben. Ja. So. Und dann haben wir diese, wie heißt die nochmal? Ich glaube Molly Straps. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ihr werdet wissen, was ich meine. Wo die hier schön durchzieht. Muss nicht unbedingt nach hinten sein, weil da ist ja der Rücken. Kann auch nach vorne sein. Hat man ihn schön sicher an der äußeren Seite. Der fällt nicht runter. Also nimmt daher auch im Rucksack keinen Platz weg. So, das war's jetzt aber. Ich bin raus. Schönen Tag noch. Tschüss.